gut nach. Und auch Chris Scott mit dem Gegenpressing. Klasse gemacht. Lee. Einer der Hinspieltorschützen. Ich habe es vorhin schon mal erwähnt. Das war ein ganz verrücktes Aufeinandertreffen. Frankfurter aufpassen müsse. Marusic nimmt sich das zu Herzen und geht hier in den Zweikampf. Lee, der ist schnell, der ist wendig. Klasse gemacht. Foulspiel gegen den 19-jährigen Südkoreaner. Dritter Einsatz in Folge für den Winter. Klasse, hier die Ball-An- und Mitnahme von Vidovic. Wieder Lee. Nee, davor dann links Lee, rechts Sieb und zentral fast alle Feldspieler jetzt in der Hälfte der Gäste. Der Schnüdel, wie sie auch genannt werden. Die schnelle Ballrückeroberung. Tillman für Lee, der nochmal nach außen abbiegen muss. Anfangsviertelstunde ist Hälfte. Marusic mit ganz gesunder Körperhärte gegen Suljic. Lee. Die Bayern unheimlich spielfreudig. Boah. Und das war jetzt schon für los. Mit wie viel Wucht der reingeht. Also das war ist sogar Dunkelpunkte Vorsprung hat. Es sieht gut aus, dass dieser Vorsprung heute verkürzt werden kann. Szene hier beweist eindrucksvoll, wie geschlossen die Bayern immer wieder auch alle nach hinten arbeiten. Lee, unheimlich quirlig. Der wieder so ein super langer Ball. Und Lee mit Anlauf. Da wird Handspiel reklamiert und es gibt den Handelfmeter. Ja, der linke Arm, Vergrößerung der Abwehrfläche. Und jetzt gibt es die gelbe Karte für den 22-Jährigen. Und auch nicht mit geschlossenem Gegenpressing. Jabiri geht mal drauf, aber am Ende sind die Bayern hinten nicht unter Druck gesetzt. Zugriff auf die Bayern-Amateure. Tillman spielt nach hinten. Ich meine, es war Vidovic und nicht Marusic. Egal, aber wie die nach hinten laufen. Körperbewegung von Copado, aber die Chance. Lebt noch Lee. Was macht er? Lee! Oh! Was für ein Schlitzohr. 4-0. Der Lee steckt da den dann einfach durch. Wartet euch das an. Macht er das rotzfrech. Übersteiger und dann zack, klappt der die Innenseite perfekt so rein, dass er den Ball so schön setzen kann. Übersteiger mit links noch vorgestreichelt und mit rechts reingeschlänzt. Den kann er sich einrahmen. Haben noch nicht fertig in dieser ersten Hälfte. Suljic. 11 raus, 7 rein. Und hier Janicek, also in der 3. Vidovic. Lee. Vidovic. Lee. Und die Schweinfurt. In diesem Duell war Schweinfurt das torgefährlichste Team, 83 Tore, die Bayern ein Treffer weniger, aber das haben sie in den ersten. Martin Demichelis mit 86 Toren. Unbedrängt zuspielen, ihn annehmen, weiterleiten. Der Zwischenfunk, drauf geht Lee. Macht das Spiel jetzt schnell, immer noch Lee. Lee holt den Einwurf raus. Heute war die Sache nach dem ersten Tor. 19 unterwegs in der Länderspielpause. Lee und Scott gehen runter.